willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Und immer noch, beziehungsweise schon wieder, oder was auch immer, auf dem Drescher. Der Drescher ist gerade unser Lieblingsgerät. Also, wie viel ich gerade auf dem Drescher sitze, das ist unglaublich. So, ich muss jetzt erstmal hier gleich das Zeug zum Hof bringen. So. Der Kipper, der braucht auch mal einen Service. Es hat vielleicht noch bis nächste Woche Zeit. Nächste Woche, Montag oder Dienstag, werden wir uns auf alle Fälle endlich die Metzgerei kaufen können. Stimmt, den Harvester habe ich auch noch da stehen, ey. Der ist gerade auch sowas von Todeskapital. Aber was willst du machen? Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Herkommen. Irgendwo brauchen wir ja auch Maschinen, um die ganzen Arbeiten erledigen zu können. Und da wir eben den ganzen Forstbereich haben, brauchen wir auch so einen Harvester. Oder wir müssen alles per Hand fällen und das ist nicht so die feine Art. So, wichtig, den Drusch beenden und dann gucken, dass der Blaubeer, Mist, dass der Blaubeer ein bisschen Gerste verkauft. Oh Gott, das wird so nix, oder? Na doch. So, weiter geht's. Ich finde es ja unglaublich, gell, dass der Herr Müller seinen Drescher nicht vermisst.
Aber solange er jetzt nicht dreschen muss, ist ja klar, dass er den nicht vermisst. Gerade noch mal nach dem Gerstenpreis, sind immer noch 648. 166.000 Dinkel haben wir da schon drin. Und hier kriegt man locker nochmal 30.000. Das waren 200.000 Dinkel, ey. 200.000 Dinkel mal ein Preis von aktuell noch 800, aber steigend. Das ist 160.000 Euro. Aller Verwalter. 160.000. Da könnte ich ja einen Riesenteil vom Kredit zurückzahlen. Wir würden ja 65.000 von der Gerste kriegen. Plus 65.000 plus vom Dingens hier. Wie heißt das Teil? Plus vom Dinkel. Dann wären wir bei 200, locker 220.000 Euro. Dann hätte sich das hier auf jeden Fall gelohnt. Aber ich vermute irgendwie, ich werde es hier nicht fertig kriegen. Heute in der Folge auf jeden Fall nicht. Es ist einfach zu viel, dass du zwischendrin noch abfahren musst. Deshalb war es mir auch wichtig, dass ich einen Abfahrer habe für das andere Feld, die anderen Felder drüben. Aber naja, so ist es halt. Also, wenn wir die 220.000 kriegen, dann bin ich ganz schön happy. Ich werde einen Anhänger von dem Blaubeer und dem Björn werde ich verkaufen lassen. Das sind wahrscheinlich, was kriegt der da rein? 30.000, 40.000 Liter. Dann auch nochmal so 15.000. Das ist dann immerhin schon mal ganz eine Menge.
Ah ja. So, nach 2,5 Feldern ist es einfach schon ein bisschen, ja, anstrengend, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit auf dem Drescher zu sitzen. Und es sind nur, was haben wir hier? 5 Hektar, 10 Hektar, 15 Hektar circa. Wenn ich mir dann vorstelle, dass es in echt zum Teil Felder mit 100 Hektar geben. Oder weiß was ich was. Oder tatsächlich von früh bis spät, also einen ganzen Tag, 10, 12, 14 Stunden am Dreschen bist im Sommer. Heidewitzka, Respekt. Da hätte ich, glaube ich, ganz ehrlich gesagt kaum Lust drauf. So mal das zu machen, okay. Aber das dauerhaft machen zu müssen, das ist, glaube ich, dann schon eine Tugend, wenn man das hinkriegt. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen so, dann sehe ich den Rand ein bisschen besser. Und ihr habt auch mal wieder ein anderes Bild. Ich habe natürlich auch noch im Kopf, dass ich eigentlich den T9, das ist ja nur ein 8T, sehe ich gerade hier, den T9 vom Racex, den wollte ich eigentlich abkaufen. Dann muss ich mal gucken, wann ich mir den leisten kann. Oder ich hole mir aber meinen eigenen Drescher und dann aber eine Nummer kleiner. So ein Rostelmesh M. Was ist das? 161 oder so. Wäre dann eine Überlegung. Von der Größe her. Oder aber wenn Glas da was im Angebot hat. Ich kann ja mal in den Katalog reingucken. Drescher. 300. Der kostet 300 und der kostet 348. Warum wird es erst jetzt angezeigt, dass ich da Geld, also 36.000 verdient habe, obwohl das Geld schon seit einer halben Stunde hier auf dem Konto ist? Also der 11.000 Liter Fassungsvermögen und der 10,1. Der fährt 40. Der wird auch 40. Ja. Wäre eine Idee, dann eventuell eher den kleinen Glas zu nehmen. Wenn wir sowieso auf Glas umsteigen möchten. Vielleicht kriege ich da ja sogar eine Partnerschaft hin. Nämlich, dass ich dann 10% erstattet kriege oder so. Das könnte ich mal noch schnell andeiern.
runter. Ungeschickt. Schade, schade. Ich hätte jetzt gerne noch irgendwas mal angelernt. Volker? Ja? Der Björn hier, grüß dich. Hi. Du, ich würde jetzt losfahren. Wo muss ich hinkommen? An Hof zu mir. Alles klar, bin gleich da. Ja, wenn du jetzt erst losfährst, dann sehen wir uns dann. Jo, bis gleich. Ciao. Ciao. Vielleicht bin ich dann auch gerade drüben zum Abtanken. Schauen wir mal, ne? So, liebe Leute, ich bin nämlich für diese Woche schon wieder am Ende meiner Folgen angelangt. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Beziehungsweise ab morgen schon wieder, 16 Uhr, wie gehabt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.